meine Lieben, ich habe heute ein neues Video für euch und ja, ist ein Tag, oh, das hat eine folgende Bewandtnis. Ich wollte eigentlich gar kein Tag jetzt machen, ich wollte eigentlich ein Tutorial drehen, aber ich bin letzte Woche operiert worden und ja, leider nicht ganz so schnell auf dem Damm oder auf den Beinen, wie ich dachte, also auf den Beinen schon und es ist auch schon viel, viel besser geworden, aber halt nicht so, dass ich mich an meinen Tutorial-Tisch setzen kann. Ich gucke nach unten, weil der ist nach unten. Und ich glaube, da würde ich mir noch irgendwas anders brechen oder so. Keine Ahnung. Also deswegen habe ich mich jetzt entschieden, den Tag dann doch zu machen. Und ja, deswegen entschuldige doch bitte, bitte, bitte meinen Aufzug, also meine Klamotten, weil, ja, ich fühle mich gerade nicht so, irgendwie tolle Sachen anzuziehen. Und dann möglichst noch eng. Und dann, es reibt ohnehin schon überall und ist unangenehm und nervt ohne Ende. Aber ja. Damit müsst ihr jetzt leben. Ich habe mich zumindest ansonsten fertig gemacht, dass ich nicht wie so ein Gespenst in die Kamera gucke. Also, ja. Der Tag heißt Shoppen. Und shoppen tun wir ja eigentlich alle gern. Ich glaube, so ziemlich jede Frau geht irgendwann mal ganz gerne shoppen. Und ich habe hier ein paar Fragen und die beantworte ich jetzt einfach mal so gut wie es geht und so gut wie ich kann. Weil manche sind halt sehr auf Deutschland bezogen, will ich den einfach ein bisschen umändern. Aber das werden wir sehen. Und zwar, erste Frage, wie oft shoppst du im Monat? Richtig shoppen, also jetzt nicht nur losrennen, was besorgen, mache ich vielleicht ein bis zweimal im Monat, ich halt einfach losgehe und Bock drauf habe und rumbummel und mir irgendwelche Sachen angucke und auch in irgendwie ziemlich viele Geschäfte reingehe. Ja, das ein bis zweimal im Monat. Wie viel Geld gibst du dann immer so aus? Wollen wir das wirklich wissen? Ich glaube, wir wollen nicht wissen, wie viel Geld wir wirklich ausgeben. Aber es kommt darauf an, ich setze mir eigentlich pro Monat immer ein Budget, was ich ausgeben möchte oder ausgeben kann. Und ja, in dem Budget bleibe ich dann auch meistens. Was kaufst du dir am liebsten? Ich kaufe mir eigentlich am liebsten das, was ich gerade brauche. Also es sind immer so, ich habe immer so Phasen, wo ich meinen Kleiderschrank ist zwar voll, aber nicht voll genug und deswegen muss ich losgehen und mir unbedingt Klamotten kaufen. Dann kaufe ich super gerne Klamotten oder ich brauche neue Cremes oder ich brauche Kosmetik oder Schmuck oder irgendwas. Ich habe immer so Phasen, also von daher am liebsten meine Phase halt einfach. Ne? Alleine shoppen oder mit Freunden? Das kommt ganz drauf an. Also wenn ich jetzt Kosmetik shoppe, gehe ich super gerne mit Freunden oder auch mit meiner Tochter, die patscht dann auch überall rein, freut sich über die Verkäufer so tierisch. Die sagen ja hier in dem Land immer nichts. Wenn einer die Tester probiert, also es sind auch total viele geklaut und sowas bei uns immer, aber die sagen immer nichts, im Gegenteil zu Deutschland, wo immer einer da steht mit der Nase rumpft und es ist so heiß, wenn man dann die Kleine beobachtet und überall reintatscht. Ich finde das total göttlich. Und ja, da gehe ich ganz gerne mit Freunden, ansonsten Klamotten-Shopping, ganz ehrlich, gehe ich am liebsten alleine, weil ich hasse es ohne Ende. Jeder hat irgendwelche Sachen, die er anprobieren will, jeder will in eine andere Richtung und irgendwie muss man ständig aufeinander Acht geben und ich hasse sowas, weil Klamotten einkaufen ist für mich eh immer so eine Sache. Ich muss überall gucken können, ich muss überall zu jeder Zeit hin können, ich kann da einfach keine Rücksicht drauf nehmen, also da gehe ich wirklich lieber alleine. Dein absoluter Fehlkauf. Ich habe keinen absoluten Fehlkauf. Man kauft halt immer mal irgendwie solche Sachen, wo man dann nachher, keine Ahnung, sich fragt, was man in dem Moment gedacht hat oder so. Aber einen absoluten Fehlkauf fällt mir jetzt, glaube ich, nicht ein. Nein. Wie lang ging deine längste Shoppingtour? Oh, ich hatte einige, die waren lang. Also angefangen von morgens mit sich irgendwo treffen und bis abends durch. Also gab es schon irgendwie alles, ja. Selber zahlen oder zahlen lassen? Ja, keine Ahnung. Also, ich zahle eigentlich prinzipiell selbst. Es sei denn, mein Mann mag mir unbedingt was kaufen. Ja, dann kann er ja selber zahlen. Aber nee, ich zahle selber. Kaufst du dir lieber ein teures Produkt oder lieber mehrere günstige Sachen? Es kommt ja ganz drauf an, was ich brauche. Also, wenn ich jetzt einfach losgehe und Spaß habe, mir Sachen anzugucken und finde dann ein paar Kleinigkeiten dabei. Finde ich es cool, wenn ich da mehrere Sachen daheim habe, aber eigentlich bin ich jetzt aus dem Alter irgendwie auch raus.
mit vielen Tüten heimgehen zu müssen. Also ich kaufe mir eigentlich schon ganz gerne eher das, was ich wirklich brauche. Und das kann mal ein teures Produkt sein und es kann auch mal eine Menge kleiner, günstigerer Sachen sein. H&M oder C&A? Wie wechsle ich das jetzt um? Also H&M haben wir auch, sagen wir H&M und Nordstrom oder Macy's oder sowas in der Art. Beides kommt auch ganz drauf an, wo die Sachen gerade halt total cool sind oder so. Also was ich gerade gerne mag und was ich brauche oder wo mir der Stil gerade gefällt. H&M hat halt oft so Kollektionen, wo mir einfach absolut gar nichts gefällt. Also da haben sie nicht mal ein Basic, was mir irgendwie gefallen würde oder sowas. Und dann gucke ich halt ganz gern bei Nordstrom oder Macy's. Ich gehe aber ganz gern auch in andere Läden. Also ich lege mich da eigentlich nicht wirklich fest. DM oder Douglas, also sagen wir mal Ulta oder Sephora bei uns. Kommt auch drauf an. Also ich gehe in beide Läden eigentlich ganz gern. Ulta hat manchmal so Phasen, wo es so recht kuschelig ist und dann mag ich da auch nicht so gern rein, aber das gleiche gilt für Sephora. Manchmal sind einfach kaum Sachen da, wie gestern. Was gestern? Ja, gestern. Da haben sie dann einfach nichts. Kommt drauf an. Bei uns gibt es nicht diesen Unterschied DM und Douglas. Also es gibt jetzt nicht den Unterschied, kauf viele günstige Sachen oder kauf viele teure Sachen. Das gibt es hier halt irgendwie nicht, weil selbst Alter ist halt, hat beides. Hat High-End-Kosmetik und normale Drogerie-Kosmetik. Und ja, deswegen kann ich das ganz schwer sagen, aber ich mag, ja, ich gehe schon ganz gerne in beide. In Deutschland würde ich eigentlich immer DM bevorzugen. Ich bin kein Douglas-Fan. Dann bestelle ich lieber online oder sowas. Ja. Ja, das waren schon die Fragen. Das war der Tag. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt so viel beigetragen hat, meine Shopping-Gewohnheiten zu kennenzulernen. Kennenzulernen. ja, ich schreibe einfach unten in die Infobox rein, wen ich tagge. Und würde mich freuen, wenn ihr mitmacht, wenn ihr Lust dazu habt. Und würde dann natürlich ja, jeden anderen, der Bock hat mitzumachen, auch taggen. Also schaut euch die Fragen an. Wenn ihr Lust dazu habt, die zu beantworten, yay, dann macht das. Und wenn nicht, dann eben, nee, dann halt nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns in dem nächsten Video vielleicht ohne Gammelklamotten. Schauen wir mal. Also dann, bis dahin. Tschüss!